Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS22 zusammen mit The Snake. Moin moin. So, heute mal das große Rollen. Nun starten wir doch mal hier gleich. Einmal ausklappen. Wie gefallen euch eigentlich die Videos in letzter Zeit? Schreibt es doch mal in den Kommentaren. Gefällt euch das Projekt LS? Gefällt euch eher ein anderes Projekt? Das würde ich gerne mal wissen, damit ich auch daran halt arbeiten kann. An den Sachen. Vielleicht habt ihr auch noch ein paar Ideen, was ich noch umsetzen könnte. Verbessern könnte. Ich bin offen für alles. Ja. Konstruktive Kritik ist gern gesehen. Auf jeden Fall. Wird mir auf jeden Fall mal so ein Feedback geben. Was könnt ihr nochmal verbessern, was nicht? Oder besser gesagt, was ist schon gut, aber was könnte noch besser sein? Ja. Boah. Wir sind schon wieder fertig. Ja, du musstest echt fast das ganze Feld machen, ne? Das war echt nur noch die Länge von meinem Trecker mit Grubber. Mehr wäre da nicht mehr übergeblieben. So ein geiziger Bauer. Ja, also sehr penibler. Wenn du magst, kannst du abgeben. Ja. Kann ich gleich machen. Roll gerade mal eben. Ach, mal eben. Danke. Bitte sehr. Hey. Reinpressen wäre sonst nur so. Oder vielleicht noch ein paar Ernten. Je nachdem, worauf du Lust hast. Ich weiß ja nicht, ich guck gleich selber, wenn ich hier durch bin. Ich will jetzt erstmal eben zum Shop heizen. Ich wollte hier mal eben so drehen, genau. Einmal verwirrt rumgefahren. Nice. Ja. Diesen Freitag wieder schön streamen. Ja. Am Samstag werden wir auch wieder live sein. Aha. Mittwoch nicht? Mittwoch, ja doch. Mittwoch, genau. Stimmt auch. Great One Mittwoch, ne? Ja, Great One Mittwoch. In der Hoffnung, dass ich den endlich mal sehe. Den ja. Great One. Das wäre halt richtig schön. Ja. So schön den Weißwedel Great One neben den Rothirsch Great One stellen. Und oben drüber nachher den Schwarzbär. Ja. In verschiedenen Farben. Ja, in 1,6. Ey. Wieso? Ich habe mir auch überlegt, wie wär's eigentlich ja. Mit einer. Das Ding hat auch noch keiner abgeholt von uns beiden. Ja, hatte ich auch letzte Folge schon gesehen. Ich denke gerade so, wieso steht hier noch ein Schwader? Nein, so, ach ja, haben wir uns ja gekauft. Ja. Oh, der geht ja noch. Apropos Great One, ich hatte mir so überlegt, Weißwedel eine komplette Lodge fertig zu machen, wo dann später der Great One drin steht mit den ganzen Dia-Weißwedeln, am besten auch noch der Albino Great One und gecheckter Great One und so weiter.
Dann hätte ich ja mittlerweile 6 Lodges. Nee, lass mal. Ich dachte Echo ist nur ja genug frei. für besondere Zwecke. Ich werde mein Lodge-System so beibehalten. Ja. Das gefällt mir so. Mein, falls wir aber was anderes spielen sollen im Stream, da sind wir natürlich auch offen für alles. Ja. Man muss halt nur das Spiel auch besitzen. Und nicht irgendwie so sagen, ich hätte gerne das und das Spiel gesehen. Kostet 60 Euro und Interesse ist eigentlich da nicht so da. Zum Beispiel. Ja. Also, ich bin da offen für alles. Ausgenommen Fortnite. Da bin ich nicht offen für. Das ist, glaube ich, auch so halt, einige Leute mögen es, einige nicht, ne? Fortnite. Ja, niemals. Nicht ums Verrecken nicht. Jeden, wie er mag, sehe ich so. Welt 10 noch düngen, ne? Ja. Ich habe schon eine Palette voll Eier. Yay. Fällt mir gerade mal so auf. Hier noch Beinpressen fällt 19 machen eigentlich, ne? Wäre eine Alternative, ja. Oh, guck mal, da gibt es sogar unseren Dings dazu, unseren Schwader, den wir uns schon gekauft haben. Für 5,8 wäre gar nicht so schlecht, ne? Nee. Könnte man noch nebenbei mitmachen. Ja. Aber als nächstes kannst du erstmal unseren Schwader herholen zum Hof. Wenn ich gleich tun, ja. Erst muss ich aber den Grubber reinstellen. Damit der Grubber hier nicht mehr da draußen rumstyle. Jo. Bis die Rollen sich dann erstmal wieder gelegt haben, ne? Ja. Dauert immer einen kleinen Augenblick. So, und Bambi weiß jetzt gerade nicht, ob es über Feld rennen soll oder nicht, oder was? Anscheinend. Doch jetzt. Ah, natürlich ist das Problem, unsere Halle ist zu klein. Ja, wir müssen uns da was Expandieren. einfallen lassen. Km/h am Rollen. Schneller macht Ja. ist sie auch, glaube ich, gar nicht, ne? Nee, nein. Ich würde jetzt nicht sagen, dass der Trecker sich dabei quält. Nee. So. Ja, aber wenn das mit dem Walzen fertig ist, gibt gleich einen kleinen Ticken mehr Ertrag. Ja. Bei den Feldern, was wir haben, könnte man sogar noch mal überlegen, ob wir nicht mit Mulcher auch arbeiten.
Ja, mit dem Großen. Warum nicht? Also für noch ein bisschen Ertragsbonus. Ja. Wo wird eigentlich am meisten halt Mulchen eingesetzt? Nach Raps? Also hier würde ich jetzt sagen Raps, Mais und Gerste. Ach ne, Gerste nicht. Doch Gerste. Ne, Gerste? Ne. Wer ist das andere noch? Hier so. Ja. Aber da bleibt ja so viel über. Du kannst das eigentlich nach allem machen, wenn du es möchtest. Das hört sich ja auf jeden Fall gut an. Und wir wollen auch investieren in Bienen, denke ich. Ja. Wo kriegen wir da nochmal extra Ertrag mit raus? Auch nur bei Sonnenblumen, glaube ich. Kartoffeln Sonnenblumen. und Hab's, glaube ich, war das, ne? Raps, glaube ich auch. Egal, ist aber ein Produkt, was halt mehr zum Verkauf da ist dann, ne? Ja. So sehe Und da ich das. müsste Raps, Sonnenblumen, Kartoffeln. Mann, haben wir gut so schon Ja. aussortiert, was? Definitiv, ja. Wäre halt nochmal eine Überlegung wert. Also ich würde das gerne halt noch mit nebenbei machen. Für Honig. Ja. So, komme ich da so rum? Ja. Aber stell dir mal vor, jetzt die große Walze hier hinter. Dann Ja. hast du so eine enge Passage an so einen Strommasten vorbei. 22.500 würde uns der kosten. Was? Was kostet? Der Bienenstahl. Mulcher. Achso. Mulcher. Mulcher. Ja, erstmal würde ich ein bisschen runterkommen von den Schulden, damit wir Ja, monatlich Gewinn unter machen. anderem. Unter anderem. Aktuell machen wir nur Gewinn durch Aufträge, 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 Aufträge. Ja. Vielleicht noch irgendwann, wenn wir ein Grasfeld haben, können wir dadurch halt auch noch Gewinn machen. Weil ich dann wiederum sagen muss, es ist, glaube ich, dann sinnvoll, erstmal in die Mähtechnik zu gehen. Meine Meinung. Ja. Damit wir Strohballen, Heuballen. Alles selber herstellen Ja. können. Wir müssen ja eine größere Presse haben. Ja, ich dachte eigentlich, das wäre halt cool gewesen mit dieser Größe, was wir da haben. Ja, wäre cool, aber Weil ich diese. weiß ja nicht, vielleicht können wir die anderen beiden ja nachher in der Größe rausholen. Das wäre wiederum cool. Ja, Silageballen aber nicht. Silageballen gehen nur in groß. Na. Weil ich glaube nämlich nur das einzige, was du halt hast, ist dieses, die eingewickelten Eggs. Oder Packen, die kriegst du halt dann nicht mehr. Beziehungsweise die kriegst du nicht so klein raus, wie wir sie haben Nö. wollen würden. Und dann ist ja immer noch die Frage, ob Quadrat oder rund. Ja.
Wofür bist du mehr? Wie ist das denn? Mit einwickeln am Ende. Also im Prinzip würde ich lieber 125er Rundballen machen, weil du da ja die Maschine, du nur einmal Geld ausgeben musst, nur für die Maschine. Ja. Und bei den Quaderballen, wenn du da den Silage machen willst, musst du ja noch den Ballentwickler dazu kaufen, ne? Das stimmt, ja. Und bei den Rundballen könnten wir dann gleich alles auf einmal. Nachteil in den Rundballen ist wieder, du musst anhalten. Immer wieder anhalten. Na? Ja. Wenn die Quaderballen wieder besser. Endeffekt ist beides gar nicht schlecht, aber vom Kostenfaktor ist gerade die besser drin als die andere Geschichte. Ja, die kostet 100.000. So, und die wir ja denn gerne hätten, Großpackenpresse, die kostet uns dann ja mal eben so 157.000. Und dazu gesellt sich dann ja nochmal so den Vergleich. Dauert mal kurz. Dazu würde sich dann noch gesellen nochmal 54.000 für den Ballentwickler. Also schon mal locker über 200.000. Aber du hättest es halt bequem, ne? Ja, du könntest eben halt Quaderballenpressen einfach so durchklatschen, ne? Ja, und der andere fährt einfach hinterher und wickelt. Ja. So, damit ich auch ganz sicher bin. Also doch die 200.000 Variante. Wäre am schönsten für uns, ja. So, ich bin mit dem Walzen fertig. Nee, ja, ich bin gerade links an. Was denn? Das Düngen. Ah. Dann stelle ich jetzt einmal die Walze hin. Und ne, erstmal sauber machen. Bitte ich drum. Gehört dazu hier. Wir sind ein sauberer Betrieb. Die Pflege unserer Maschinen ist uns wichtig. Ja. So. Da glänzt sie doch auch schon wieder. Dann mal eben die wegstellen und dann könnte ich ja mal gucken, was ich als nächstes mache. Beinpressen? Anfangen? Mit Gras? Mähen? Wieder? Ja, ich weiß gerade gar nicht genau, was das überhaupt ist. Erstmal nehmen wir das hier weg. So, Achtung, können dann Leck geben. Oh, alles gut. Feld 19. Ja. Ich würde dann dazu stoßen, sobald ich hier durch bin und Silageballen. Den Düngerstreuer wieder zum Hof gefahren habe. Sind Silageballen. Ja, guck, das gibt noch wieder extra Monedas. Den nehmen wir nämlich unseren Ladewagen wieder mit hoch. K.
kann ihn wieder abbrechen. Ich trottel, drück auf annehmen. Oh. Nicht mehr Geräte ausleihen. Naja, gut, dann hat sich das ja erledigt. Naja, ich nehme jetzt Feld 17 an. Ist genauso Silageballen. Ja, aber nicht so groß. Naja. Gibt nicht so viel Geld. 800 weniger, ne? Naja, 800. Es kommt davon. So, einmal meinen Träger mal eben abstellen. Und dann springen wir mal rüber. Pennt. Pennt fahren. Aber Schwader würde ich unser nehmen. Nur so nebenbei. Okay. Ja, ist wieder dieser kleine Lüder. Ah. Wir sind mal lieb. Mal eben den Verkehr vorbeigelassen. Hätte auch überholen können, aber anscheinend machen die das in dem Spiel hier nicht. Wollten nur nett sein. Da hinter uns ist auch schon wieder einer. Aber vielleicht biegt der ja gleich rechts ab. Nee, er biegt mit uns ab. Das ist ärgerlich mit der 19. Ich hätte das gerne gemäht. Aber ich habe statt Geräte ausleihen, habe ich Vertrag akzeptieren gedrückt. Dann hätten wir also die Maschinen nicht dafür gehabt. So. Das hätten wir auch fast mit dem Mähen. Das ist doch gut. Hätten wir aber unsere eigene Ballenpresse jetzt, dann könnten wir nämlich den Rest des Grases drinnen lassen. Ja. Beziehungsweise hätten halt immer gleich schon ein bisschen was drin. Das heißt, der nächste Ballen, der wird eigentlich schnell fertig. Ja, die Ballenpresse müsste drinnen liegen, aber dann wären wir wieder beim Maximum von Schulden von 500.000. Das können wir uns nicht leisten. So viel Schulden zu machen. Ja, ich weiß.
Ich würde es gerne. Aber wir können nicht. Nee. Mal schön fleißig hier mähen. Ja. Du reparierst unsere Maschinen? Ja, ich habe mal den Düngerstreuer repariert. Ja. Weil der wurde mir mal angezeigt. Ist ja auch nicht gerade wenig, was da mal rauskommt, ne? Oh, den Schlepper stelle ich jetzt einmal hier drüben hin. Für alles andere nämlich mein. Dann fahre ich schon mal vor mit dem Wender, ne? Ja, ich war da. Nicht Wender. Wender wäre was anderes. War, da musst du aber von uns vom Hof holen, ne? Bin schon beim Hof. So. War ja mit meinem Träger da jetzt hin. Bin ja erst. Ich hab erstmal den Kalk aufgefüllt wieder. Auch gleich mit. Ach, Kalk, Dünger aufgefüllt. Ja. Immer wieder was Gutes. Ja. Den Schwaden mir doch mal eben eine Runde. Na, eine Seite muss ich, glaube ich, zweimal reinziehen. Kann sein. Damit die Ballenpresse das reinbekommt. Der Wickler ist ja auch wieder einzeln, ne? Ja. Das ist so eine Sache. Und wir haben heute wieder einiges erreicht. Wir haben... Ja, das stimmt. Felder sind angedrückt. Jetzt sind ja, wir... Ja, unsere Felder sind fertig, definitiv, ja. Ja, einzige vielleicht Unkraut noch, ne? Ja, hoffe ich ja nicht. Ja. Dann kommt halt mit Pflanzenschutzmittel einmal rüber. Ja, wie gesagt, also ich würde das echt gerne leer machen und dann mit Striegel arbeiten, ne? Weil uns das Zeug, der dann auch noch mit auffrisst. Ja. Dann können wir lieber dem Lüttenfan ein Frontgewicht spendieren und den anderen Kram weg und dann ihm halt einen großen Striegel kaufen, den er ziehen kann. Ja.
Und aber auch alles mitnehmen, ne? Ja. Das ist cool. Was denn? Siehst du gleich, wenn ich hochkomme. Da einfach mal eben am Straßenrand Rehe. Ja, so 2 Meter vor dir. Dreh hier noch einmal. So hast du ihn. Ah. Ich hab die Presse hinten einfach an unseren Anhänger mit angehauen. So konnte ich 2 Sachen gleichzeitig hier mit hochnehmen. Nicht schlecht. Ich das jetzt hier mal wieder aufs Feld. In der Hoffnung, dass es klappt. Wir wollen ja alles hier mitnehmen. Ja. Ach. Ich hab's vergessen. Ja, da haben wir das ja auch schon wieder fast fertig, ne? Ja. Da den Troppen kriege ich nicht. Den du da hingekippt hast. Ja. Du musst ja hier abladen. Ja. Versucht das gleich mal nochmal zusammenzuziehen oder reinzuziehen. Und viel scheint da aber nicht drauf zu sein auf den Feld, ne? Weiß ich nicht. Und 2 oder 3 abgeladen, ne? Dann auch wieder, ja. Achso. Jetzt stell dir mal vor, du müsstest mit dem Spielzeug hier arbeiten. Mit den Spielzeugwänden. Ja. Morgen noch nicht fertig. Aus dem Grund möchte ich gerne unsere eigenen Gerätschaften dafür haben. Ja. War so ein Ballen im Weg. Jo, kenne ich, muss eben auch schon einen beiseite schieben.
Wieder eine Reihe weg. Yay. Der Ball nervt dir. Schieb ihn noch mal Seite. Na jetzt auch. Habe ich mal zur Seite gestellt. Piep, piep, piep. So hört sich das immer an, wenn ich rückwärts laufe. Ja. Schon wieder voll. Ich glaube, jetzt solltest du es reinbekommen. Denke ich. Gut, ich würde sagen, ich fahre jetzt unseren Schwader wieder nach Hause. Ja. Und in der nächsten Folge werden wir mal Ballen wickeln. Oder abtransportieren, hey. Je nachdem. Ich würde dann sagen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Resttag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.